Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3! Ja, nachdem ich heute Abend irgendwie nichts mehr habe zu tun, irgendwie, ne, findet sich nichts, alles wie immer, alles so, ne, dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt die letzten zwei Stunden komplett abgammel, gar nichts mehr mache und nur noch auf YouTube irgendwelchen Scheiß anschaue, nicht sowas hier, aber generell irgendwelchen Bums halt, dachte ich mir jetzt, okay, spielen wir halt nochmal. Habe ja noch Zeit. 2 Stunden circa. Kleine Episode quasi. Geht schon. Umschalten nicht vergessen. Lups. Gucken nicht vergessen. Okay. Sieht alles gut aus. Aufnahme läuft. Ton ist auch da. Easy. So. Der schöne Zettel. Der kommt jetzt gleich. Wichtig. Gleich zu tragen. Unabhängigkeit erkämpfen. Königreich gründen. Vasallenbande ändern. Druckmittel nutzen. Aber erst danach. Und Frau beschlafen. Ganz wichtig. Ja. Meine Frau. Mit der mache ich schon rum. Ist gut. Eigentlich nicht. Ah, doch hier. Ja, Herzogtümer und so ein Bums, ne? Ich habe zu viele Titel. Ja. Habt ihr als Herzog mehr als 30 Grafschaften in eurem Reich? Wie viele habe ich denn? Leute, wie viele Grafschaften habe ich denn? Okay, das kann ich nicht, das stimmt nicht zu. Ja, wo sehe ich das? Nirgends. Im Reich vielleicht. Die Vasallenmeinung ist nicht so gut. Schrecken ist okay. Ah, hier. Vasallenschwelle. 20. 23. Okay. Trotzdem schaut Gold ganz gut aus. Was haben wir hier? Über Vasallenschwelle. Yeah. Tulte Modi, Kultur, Glaube, Religion, bla bla. Okay, tschüss. Wir haben ja letztens. Das kommt später. Das kommt. Der kann halt nichts. Ja, die hat Pech gehabt. Nicht die einkerkern? Nö. Doch. Ja, das ist Tyrannei, ist nicht so gut. Okay, Lösegelder haben wir schon gemacht. Da gibt's halt nichts mehr, ne? Das ist. Oh, die könnte man fast freilassen. Für einen Huni? Ja. Okay, also für einen Huni ist okay. Den nicht. Den nicht. Das Ding ist, selbst wenn sie wieder Krieg machen wollen würden. Nee. Obwohl das Fastenhuni. Komm. Tschüss. Was soll's, ne? Oh. Okay. Weil ich bin stark genug. Easy. Also. Gibt auch gerade keine Fraktionen. Gegen mich. Nur. Bauernpöbel. Ja, Göttingen. Voll egal. Was war? Passt. Das ist wichtig. Gegen meinen Vasallen, Herrn, Lehnsherrn. Der hat ja Truppen. So. Ja, ich bin fast maxed. Das passt. Der hat ja 6000 Truppen, aber keine Verbündeten. Und ich habe hier noch einen Verbündeten. Den Grafen. Den ich ja rufen kann. Das heißt, da bin ich nochmal 700 Truppen mehr. So ein bisschen. 700 plus 3 sind 4000. 5000. 6000. Und mit dem Bums. Ja, aber es ist knapp. Es ist sehr knapp. Ich sollte noch warten, habe ich das Gefühl.
Auf der anderen Seite, vielleicht, Leute, gönnt euch, guckt mal, schaut mal. Sag mal, was ist denn eigentlich dieses Gebäude, diese Grafschaft hier wert? 21, nix, okay. Zollern, 20, bla, boom, ja, geht so. Hier. Warte, wir können es doch durchsetzen. Genau, vielleicht gibt er dem nach. Wenn nicht, Söldner. Ich habe so viel Geld. Ich kann Söldner anheuern. Die Erzarmee, als Beispiel. Oder, es gibt hier doch sicher welche, die teurer sind. Genau, hier. Für einen Hunni mehr kriege ich 700 Truppen mehr. Das ist sehr gut. Das heißt, vielleicht hier die sächsischen Stahlbringer. Oder für knapp 4, ja, gut. Ja, oder für knapp 400 die fränkische Kompanie. Die ist solide, die ist stark. Na, die hat 3 Champions. Ja, gut, ist jetzt nicht so wichtig. Ja, da geht auch sowas Kleines. 380. 300. Mal gucken, ne? Pferde sind ja ganz gut. Ich meine, ich könnte auch sehr teure. Hier, schwäbischer Trupp und so. Aber das muss nicht sein. Okay. Ich würde jetzt gerne. Ich muss nur mit dem Gold ein bisschen aufpassen, weil ich brauche später noch. Königreich. Ich bin noch nicht illuster. Warte. Ich bin erstens, ich bin noch nicht illuster. Ich bin erst hervorgetan. Das heißt, da muss ich noch warten. Das machen wir jetzt auch. Und ja, Festmahl, das könnte man machen, aber ich bin schüchtern, deswegen bringt mir das nicht viel. Aber ich könnte nochmal die Meinung verbessern, deswegen machen wir das jetzt. Und ich wollte noch warten, weil ich möchte noch ein bisschen was aus dem Rat rausbekommen. Diese plus zwei, diese Steuern und alles, das ist ganz wichtig. Deswegen schauen wir da jetzt mal. Ja, ich könnte Kriege erklären. Willkommen Gäste, genau. Klingenberg. Was geht hier? Ein Anspruch auf Zollern. Aha. Seit Monaten gräbt Alarich, Suffragan Bischof von Gräfin Hiltrude, hanebüchene Verträge und gefälschte Stammbäume aus. Leute. Was soll das? Lügen machen wir Lügen. Hat ein Grafschaft. Hallo? Ist sie noch im Kerker? Alarich. Weißt du was? Die heften wir mal kurz an. Die behalte ich im Blick. Okay. So. Komplott. Das dauert noch 2 Jahre. Herzogin Raimonde. Ah, das ist meine gute Gattin. Ja. Festmahl Onkel in Nöten. Der hilfesuchende Blick, den mir mein Onkel Sieghard zuwirft, wird zunehmend verzweifelter. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der er sich schon den ganzen Abend versteckt, und die Wände vereiteln seine Flucht. Wie kann man sich als Graf nur so benehmen? Scheiße. Aber er mag mich doch. Das kostet schon wieder Bums. Also die Anspannung erhalte ich sowieso. Ja, dann. Hier kommt der Freundschaft mit ihm näher. Pff, will ich das? Nee. 25 Anspannung. Hier ist es 35. Hier ist auch 35. Ja, gut, okay. Idiot. So. Und die hat jetzt so einen fallen gelassenen Bumsabspruch bekommen. Ich könnte sie foltern. Es kommt zur Katastrophe. Ja, der Weinhändler ist noch in der Stadt. Toll. Ey, das ist das schlimmste Fest seit langem. Pass auf, ich könnte sie foltern. Das gibt Schrecken, kostet aber Frömmigkeit. Dann nicht. Okay.
könnte den Kerker verlegen. Dann mag sie mich noch weniger. Oder ein heranwachsender Herrscher. Stefan. Wird herrisch. Oh, das ist gut. Herrisch ist gut. So. Was ist denn die wert? Nix. Gräfin Hiltrude. Ja, dann, weißt du was? Freilassung und allen Ansprüchen abschwören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Naja, ist ja okay. So, ein paar Leute waren Gäste. Das ist gut. Kriege erklären. Das wollte ich ja gucken. Ich hätte einen Anspruch auf Wahrhinnungen, aber das ist... ich hätte Anspruch auf... Ich habe keine andere Wahl. Ja, hast du auch nicht. Aber das ist ganz weit weg. Ein... Nee. Keine Kosten, aber die hatten nichts. Oh, ich könnte mir ein ganzes Herzogtum holen. Von ihr. Die mag mich eh nicht. Dann gebe ich das irgendwem anders. Der Haupterbe... Ja genau, das war doch eh dieser Hallstatt-Typ. Wisst ihr was? Ja, ist teuer. Das Ding ist... Ja, aber schaut's mal, wenn ich das hätte, wäre groß. Und dann machen wir noch mit Pause. Und dann Befreiungsschlag. Und dann Königreich. Angelegenheiten. Das Ding ist, ich muss mir mal überlegen, will ich das? Will ich das Herzogtum von Ostfranken haben? Was ist das wert? Da ist nur kleiner Bums drin. Da ist einiges drin. Okay, also Zollern ist keine schlechte Grafschaft. Oh, da ist eine gute Stadt dabei. Okay, oh, noch eine gute Stadt. Puh, das ist nix. Das ist okay. Gehöfte, ja. Da ist nichts, da ist ein Fürstengebäude. Ja, gut. Da ist was. Also, ne, und die meisten sind schon eingesperrt. Fände ich nicht schlecht. Fände ich nicht schlecht, den Krieg zu erklären. Kostet zwar Geld, aber ganz im Ernst, das geht. Dann hole ich mir das erst noch. Die hat keine Verbündeten. Ich schon. Aber den muss ich nicht rufen. So egal. Weg. Weg mache ich die jetzt. Ja, das kostet was. Das wird nicht annehmen, weil... Why? Ach, die mag mich nicht. Mit der muss ich mich gut stellen. Aber nicht so. Die ist wichtig. Mit der muss ich mich unbedingt gut stellen. Ja. Ja, das ist nicht gut. Ja gut, und ich kann ihr leider keinen Mündel geben, weil ich hab nichts. Beeinflussung kann ich irgendwann später machen, aber die wäre wichtig, weil die hat 1000 Truppen, aber die mag mich nicht. Das ist natürlich doof. Und das bringt gar nichts. Warum mag die mich nicht? Katholizismus ist feindselig. Zynisch gegen religiös, eifrig, gefühllos, schüchtern. Ja, okay.
verlangt den Titel Grafschaft von Brixen. Ist das meine? Ah. Ja, aber das gehört halt dem. Wenn ich die Grafschaft von Brixen dem wegnehme, dann würde der zwar annehmen, aber das mag er nicht, und dann habe ich wieder Tyrannei und der verliert 18. Das ist nicht gut. Okay. So, Steinmetzangelegenheiten. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Augsburg niedergelassen. Motivierte Handwerker in meinem persönlichen Dienst haben, könnte die Region erblühen lassen. Verwaltungsherausforderung 50%. Ich erhalte Prestige. Zusammenwirkende Steinmetze, das ist stark. Und die Kontrollestufe wird sich ändern in Augsburg. Eine faire Vereinbarung, eine unglückliche Vereinbarung. Okay. Graf Sieghart sichert mir ihre Gefolgschaft. Wenn der das machen soll, sieht schlechter aus. Bauernarbeit, nö. Ja, dann go. So. Das verlegen wir jetzt nach hier. Alle sammeln. Kriege erklären. Ratsposten. Zahlungen verlangen. Ah, der bezahlt. Ah, cool. Wow, 180 ist das Druckmittel wert. Ja, geilo. Alter, ich bin so reich. Krass. So, die brauchen noch viele Tage. Aber das ist voll egal. Soll ich das anführen? Soll er das? Oh, der sollte das anführen. Der ist besser. Der hat vor allem aggressive Angreifer und Logistiker. Ah, oh, Versorgungsdauer. So. Ich musste nicht einmal mit Gewalt. Nice. Nein. Nice. Das ist perfekt. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, die ist gefährlich. Und die Herzogin mag mich nicht. Aber selbst wenn sie Brixen bekommt, reicht es noch nicht, weil sie mag mich einfach nicht. Sie mag mich deswegen. Das sind halt 30 Punkte, wo sie mich nicht mag. Und hier nochmal 20. Wenn sie zum Katholizismus kommen würde, okay. Aber sie wird halt nicht annehmen, weil ich bräuchte ein Druckmittel. Dann vielleicht, aber uff. Über Umwege. Mir kam zu Ohren, dass Herzogin Raymond und ihre Schwester sich sehr nahe stehen. Wenn ich mich mit Eve gut stelle, könnt ihr mir das bei Raymond weiterhelfen. Die mag mich plus 5, die mag mich plus 45. Ich werde Eve beschaffen, was auch immer sie will. Gut, dass ich da jetzt nicht beschlafen gelesen habe. Das wäre so weird. Nein. Sie erhält ein schwaches Druckmittel gegen uns, gewinnt aber Meinung und wir kommen erwachendes Interesse. Ich könnte ihr dabei helfen. Oh, das ist teuer. Hat die gutes Ränkespiel? Nö. Dann kann die auch nichts. Ist okay. Ein kleiner Gefallen für einen Gefallen ist in Ordnung. So. Und dann rennen wir mal dahin. Kassin wurde gefangen genommen. Über Umwege. Als wir uns das nächste Mal sehen, lächelt Raymond mich breiter an als sonst. Meine Schwester Eve hat mir berichtet, dass ihr geholfen habt. Ich wollte euch dafür danken. Sehr gerne. Mein Cousin wurde gefangen genommen in der Schlacht von Blüthing. Da hinten. Ja, RIP. So, und die belagert da oben jetzt irgendeine Kleinigkeit, aber ganz im Ernst. Das ist so egal. Okay, pass auf. Ihr, wie viel brauche ich da? 250. Easy.
Der Rest geht weiter hoch. Okay. Das ist immer noch gut. Allerdings sollten die Ritter bitte darüber. Hallo. Auswählen. Nee. So. Und der geht weiter. Genau. Das ist der gute Befehlshaber. Da haben wir jetzt gar keinen. Wer könnte denn da befehlen? Das seid ihr. Psst, dann befehlen wir da halt mal kurz. So, der haut ab. Gehen wir jetzt da lang. Ach, verfolgen einfach. Ist okay. Kostet nichts. Oh, der hat viel verloren. Freiwillige bei den Aufgeboten. Nichte bei Belagerung getötet. Bauernaufstand. Okay, lustig. So, ihr werdet wahrscheinlich siegen. Der hat Bergverteidigung, aber wir sind tausendmal stärker. Ist halt meins. Ist mein Herzogtum. Was willst du machen? Ich komme dir nahe. Klar, der hat Bergverteidigung und alles, aber ganz im Ernst. Besserer Befehlshaber, mehr Truppen. Tschüss. Da bringt dir der Berg dann auch nichts. Das ist das Ding, wenn du gutes Terrain hast, aber nicht weißt, wie du es zu nutzen, also wie du es nutzen musst, dann bist du halt einfach am Popo hintern. Ja, easy. Ja, aber dann soll der hier auch nicht mitmachen. Das bin ich, das ist der. Easy. So, da wird es gleich gekämpft. Schauen wir mal. 25 gegen 9. Freven. Verwundet, ja. Ich werde überwältigt von Anspannung. Katharina ist gestorben. Oh! Das ist nicht gut. Die war erst 40. Und ein Ehebrecher. Na gut, bei dem. Okay, Jagd. Das dauert noch. Das ist nicht gut. Oh weh, oh weh, oh weh. Geistiger Zusammenbruch. So. Liederliches Verlangen. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken, erotisch, bla bla bla. Ich halte einsiedlerisch. Das ist nicht gut. Einsiedlerisch ist nicht gut. Ich konvertiere zu einem anderen Glauben. Arabisches Reich. Oh, na, hell no. Ah, ah. Ah, ah. Was heißt denn dieses Plus? Verlockung. Landina von Kempten ist nicht länger euer Feind. Freund. Meine Schwester. Wenn ich einsiedlerisch hätte. Ja, ja gut. Wenn die stirbt, krieg ich halt wieder Anspannung, ne? Bester Freund. Ja, die kann ja gar nichts. In die Klausur. Das Ding ist, Anspannung kann ich halt großartig nicht vermeiden. Ich habe keine Lustschlösser. Kann ich die bauen? So viele Fenster hier. Hallo?
Ja, da geht nichts, das weiß ich auch. Armee, Kasernen. Grünendes Land, Jagdreviere, Armee, Lava. Irgendwo ging das mal. Geht das wirklich nur in einem Besitztum? Ja, aber. Fünf Jahre. In fünf Jahren, ich meine, ich kann eine Jagd veranstalten. Es geht dann, ja. Aber das war's. Ja, schüchtern ist halt Kacke. Schüchtern ist halt einfach Mist. Etwas Anspannung. Oh, naja, schauen wir mal. Katharina ist verstorben. Das kam jetzt schlecht. Und undingslig. Hofarzt, das ist gut. Das ist auch nice. So, und hier haben wir gewonnen. Go. Wieso verliere ich da 100? Ja, gut, dann sind halt 100. Tritt Krieg bei Graf Engelbert. Was ist der? Voll egal. Voll egal. Ganz im Ernst. Macht gar nichts. Ist einfach egal. So, und diese Bewegung kostet jetzt 100 Truppen. Okay. Naja, ist halt so. Ich könnte die Festung mit stürmen, aber das erscheint mir sehr unklug. So viel Gold und ich kann nichts machen. Kann man noch ausbauen. Zur Not ziehe ich mich halt zurück und muss es normal machen, aber eigentlich sollte das kein Thema sein. Ja, da konnte er belagert werden. Ah, tadelloser Haushalt, das ist gut. Easy win. Er hat mehr Eigenschaften. Aber mein Befehlshaber ist besser. So, das haben wir wieder abgebrochen. Verlor Krieg, Belagerung gewonnen. So, da wird wieder jemand überfallen. Der da. Da oben. Das ist noch nicht meins. Bin ich froh, dass ich nicht direkt hier an dieser Grenze bin. Das ist so böse. Was niederschlesig und groß. Polen und random hier, ne, random hier alles für einen Schwachsinn machen. Das ist schlimm. Keine Güte. Also er braucht 200, ich brauche 300. Ja, dann so.
Hammer abgefahren. Neuer Vorzug. Das ist wichtig. Gefangene genommen. Lagerköche. Oder Küche. Oder auch immer. Neues Gesetz. Nein, das hätte ich nicht wegklicken sollen. Ja, die kann ich eben nicht rufen. Die mag mich nicht. Das kostet Geld. Das brauche ich nicht. Ich verliere ein bisschen Anspannung. Das ist teuer. Okay. Ja, es ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kostet natürlich Prestige, weil ich mich nicht zeige, aber es ist in Ordnung. So. Gewonnen. So, Ende, Forderung erzwingen, so sei es. So. Ich habe ein Druckmittel erhalten. Warte mal. Ich habe doch jetzt den Bums gewonnen. Hä? Habe ich jetzt versehentlich falsch geklickt? Was hat mir dieser Krieg jetzt gebracht? Ich dachte, das gehört jetzt mir. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch um diesen Quatsch gekämpft. Ja, aber das kann ich mir gerade nicht leisten. Ist mir auch egal. Leute, was ist hier gerade passiert? Was habe ich geklickt? Was habe ich geklickt? Hat irgendwo irgendwer einen Krieg? Ich würde gerne sehen, was ich da geklickt habe. Ich habe Forderung erzwingen geklickt. Okay. Ja, seltsam. Könnten wir wohl nicht. Auslösen. Der ist doch mehr wert, oder? Ja. Nein. Mein Bischof mag mich nicht, das ist schlecht. Wegen ausländischer Kultur, weil der ausländische Kultur hat. Das ist lombardisch, ja. Okay, außerdem. Kurze Herrschaft. Gut, das geht noch weg. Persönliche Diplomatie. Was ist denn? Ja, nee, ich brauch das, oder? 21. 17. 21, nee, das ist wichtig. Wenn die mir hilft, dann täts gehen, aber dann habe ich wieder Domänenschwelle-Probleme. Ja, doof. Doof. Also da ist der Diplomatiewert wichtig, damit die Leute einen generell mögen. Effekte, allgemeine Meinung minus okay. Wow, dieses Spiel ist so komplex und ich check nicht, warum mir das jetzt nicht gehört. Also, ganz im Ernst. Uff, um 1. Ja, ist zu teuer. Schade, ich hätte das gern. Ganz seltsam, was da jetzt passiert ist.
Nope. Nope. Nö. 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 Nein. Auch nicht. Nein. Okay, jetzt. Puh. Das ist halt ein Problem, ne? Ich verliere Land, wenn ein Reich stirbt. Das ist ein Problem. Rothenburg und Grieshausen. Okay. Es ist soweit. Gleich. Bald. Soll ich warten? Suchen einen Arzt, vielleicht findet man einen guten. Warte, warte, warte. Hat der gute Werte? Ich warte noch schnell, was sie finden. Wenn sie einen sehr guten Bildungswert finden, dann nicht. Ansonsten ja. Neffe. Wenn ich das mache, bin ich dann wieder schüchtern und blablub und dann Hilfe oder klappt das? Das, wisst ihr was? Da speichere ich jetzt kurz ab, weil ich will, das, ich bin mir nicht ganz sicher, aber manchmal steht es nicht drin. Und wenn ich jetzt hier hingehe, dann sage ich erpresse das. Affäre. Er ist dieser Graf. So. Fraktionen. Ich würde die Forderung ja durchsetzen. So. Das hätte ich viel früher machen sollen. Ich möchte bitte unabhängig sein. Erpressung. Okay. Passt. Druckmittel erhalten. Erpressung abgelehnt. Okay. Ja, und du bist ein Verbrecher und ein Bösewicht und dann wird deine jetzt halt aufgedeckt. Pech gehabt. So. Forderung nach Unabhängigkeit angenommen an den eremitenhaften Herzog Gunther. Ja, das bin ich leider. Eure fehlgeleiteten Forderungen werden uns am Ende nur schwächen. Dennoch sehe ich mich gezwungen, eurer Forderung nach Unabhängigkeit nachzukommen, um den Reich sinnlos bluten. Oh, eine weise Entscheidung. So, damit sollte dieses Problem eigentlich geklärt sein, weil ich bin der Lehnsherr. Der hat diesen Lehnsherrn. Oh. Das ist ja ewig vergangen. Der hat Hauptgraf Tassilo von Bari. Why? Teutbald von Rottenburg. Ja, zwei Titel. Ist das? Ich kann ja leider dem nicht sagen. Er soll seinen Lehnsherrn abschwören. Das wird ja kaum gehen. Also Graf Teutbald ist mein Vasall. Wisst ihr, was ich da machen muss?
Ich muss ihm diese Titel wegnehmen. Beide. Ich muss ihm beide Titel wegnehmen. Was mich zum Tyrannen macht. Und dann muss ich das jemand anderem geben. Okay. Neues Ding. Das ist ein König. Pass mal auf. Ich bin jetzt frei. Komplett frei. Was läuft denn da lang? Okay. Wir sind unabhängig. Kriege erklären. Boah, darf ich viele Kriege erklären? Okay. Könnte ich machen? Hat aber kein Land und nix. Ist egal. Die hat Pech gehabt. Aber ich lasse es drin, weil ich möchte da immer wieder mal nachgucken. Das ist wichtig. So. Okay, ich kann noch kein neues Königreich gründen, weil ich noch nicht Illustar bin. Aber das werde ich bald sein. Gut, ich muss also warten, bis ich Illustar bin. Sobald ich Illustar bin, ist verfallen. Cool. Hätte mir das mal einer sagen können? Eure Kultur hat Stadtplanung entdeckt. Hofarzt. 13, 10, Keucher, 150. Und der hat 10 und ist belesen. Sogar sehr. Nope. So, jetzt mag er mich, aber jetzt gibt's Geld und Zeugs. Das ist schon mal sehr gut. So, Moment kurz. Okay, das haben wir in den Griff gekriegt. Die mögen mich alle, das sieht auch gut aus. So, ich muss noch Illustrator werden. Kriege. Ansprüche auf das da. Interessant. Also, das war Raimonde, blablabla. Religionskrieg, 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 noch mehr Religionskriege, nichts. Ich find's krass, dass es lange keinen Kreuzzug mehr gab. Meine letzte Chance. Vedrana hat beschlossen, dass ihre Zeit in Augsburg vorbei ist. Die Dienerschaft hat ihre Truhen gepackt und sie hat schon allen wohl gesagt. Sie ist meine Nichte. Landlos. Sie hat verschiedene Ansprüche dort unten. Sie hat einen akzeptablen Bildungswert, den ich nicht benutzen kann. Wenn ihr den Anspruch durchsetzt. Ja, lasst bleib mal ein Jahr da, dann sehen wir schon weiter. Na? So. Nee, warte, warte, warte. Du musst mal Befehlshaber ausbilden. Weil Angebotsgröße. Boah. 30 pro Monat. An den eremitenhaften Herzog Gundbert. Viel zu lange unterliegen wir schon eurer Unterdrückung, ist jetzt das vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammer und eure Vorratskammer leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Warte mal.
Und ihr? Seid ihr komplett dumm? Also. Hä? Ich dachte, es wird nur lokal. Das ist ja mal wieder so verwirrend. Ja, aber die können ja nichts. Toller Bauernaufstand. Na gut, dann knüppel ich das schnell nieder. Passt schon. Wie lange brauche ich denn noch? Boah. Ich müsste mal Prestige machen. Ich habe einen Erben, Stefan. Der wird doch unterrichtet, oder? Ja. Euer Bekannter Isidor ist gestorben im Kerker. Ja, da fällt mir ein. Also Kuno, die kriegt das Geld nicht zusammen. Der vielleicht noch. Der vielleicht irgendwann auch. Ja. Okay, aber Kuno. Kuno ist so ein Problem-Ding. Kuno. Jetzt schauen wir mal nochmal. Kuno. Kuno, Kuno. Kuno, Kuno. Der kann nix, der ist nix. Der hat einen Lehnsherrn. Okay. Der wird nie zusammenkriegen. Aber vielleicht kann ich das schwache Druckmittel ja irgendwie zu Geld machen. Mal schauen. Leb wohl. Sehr eigenartig. Okay. 10 Monate. Okay. Ist halt jetzt. Ein toller Aufstand. Glückwunsch. Ja, das muss ich irgendwann machen. Das muss ich irgendwann machen. Gemeine Kontrolle ist halt auch so ein Ding. Die Einzelkerker bringt mir halt nichts. Ist voll egal. Krieg ist egal. Grafschaft Kempten ist egal. Göttingen. Das wird. Was ist denn das? Ach so, ja. Goslar. Die macht Kohle, das ist krass. Übrigens, dann kann ich doch hier mal ein bisschen was bauen. Augsburg geht nichts, Ingolstadt geht nichts, Nördlingen. Hier auch noch. Damn. Ich hätte so gern den Don John, aber ist gerade nicht, ne? Okay. Die mag mich noch weniger. Why? Das war vorher besser. Die ist blind? Ne, die ist Aufseher geworden. Das ist eine starke Fähigkeit. 14, 10, 20, 34. Verachtung Heiden gegenüber, von meiner Seite aus. Na, mit der werde ich nicht grün werden. Die ist halt gefährlich mit 10.000 Blödtruppen, aber ganz im Ernst.
Naja. So, was brauche ich noch? Was will ich denn als nächstes machen? Anspannung muss noch weg. Sie ist schwanger. Sehr schön, das ist wichtig. Sie muss Kinder machen. Ich brauche Bündnisse. So. Jagd ist wichtig. Jagd gibt es wieder in 49, in 3 Jahren. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Da ist was passiert. Verbessert, das ist gut. Das muss ich jetzt machen. Also so Gemeindekontrolle, ja, die kann man hier und da mal verbessern und verändern, aber im Großen und Ganzen RIP, weil. Was will ich da machen? Also ist egal. So, es hat keine Kriege gerade. Der mag mich recht gut. Ich halte Frömmigkeit, aber es ist teuer. Boah, nee. Das ist ein Geschenk günstiger, ne? Aber ich habe ihm erst ein Geschenk gemacht. Ja, das ist nicht so gut. Nee. Nee. Ist nicht gut. Zwei, für die ist egal. Naja. Naja, also, ne? Das ist schon wichtig. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende. Die will eine Lesung. Sie ist nicht sehr gebildet. Sie ist katholisch. Sie ist schlau. Sie ist ein Eiferer. Ja, dann die Schriften. Hervorragende Wahl. Schwelende Chemie. Wahrscheinlich hier, ne? Ratspitzel entdeckt Geheimnis. Aha. Höfling. Der hat 20 Diplomatie. Ja, die hat 23, der ist besser. Ich war erschüttert, als ich Gertrude dabei erwischte, wie sie aus der Reisetruhe von Vogtin Beornfleid stehlen wollte, die gerade zu Besuch ist. Sie gestand, gedacht zu haben, sie könne damit davonkommen. Nun aber wisse, dass es falsch sei. Ja, bleib ehrlich. Gertrude von Kempten. Ist zwar doof für ihr Ränkespiel, aber. Whatever. Dafür bist gut katholisch erzogen, das passt schon. Okay, 1400 Money noch. Einiges an Geld. Puh, puh, puh. Ja gut, da gibt's gerade nicht viel zu tun. Da ist jetzt Warten angesagt. Auf was eigentlich nochmal? Ich wollte warten auf Königreich? Ja, Königreich, genau. Puh. 5 Monate. Die ist doch schwanger. So, wie lange noch? Na, das ist egal. Entdeckt Geheimnis. Halt haben wieder alle kein Geld, die Leute.
raus. Die macht es gut. Die ist solide dabei. Dafür, dass sie bloß 15 hat, ist die echt gut dabei. Ist nicht am besten. Der wäre besser geeignet. Ist aber kein mächtiger Vasall. Sie schon. Oh. Ihr habt ein Druckmittel erhalten. Ja, dann. Pech, ne? Das ist halt so, wenn man sich auflehnt und mag mich nicht und Pech schluckt die bittere Medizin, dann passt das schon. Dann habt ihr da kein Stress. Aber so? Nee. So. Ersetzt. Ich habe doch diese Fähigkeit. Nee, habe ich nicht. Erpressung. Ich dachte, es gab irgendwo doch, ihr könnt Druckmittel Bezahlung verlangen. So, und wie mache ich das jetzt? Das ist ein Gast. Hier erpressen. Kann nicht aufgedeckt werden. Entlassen. Entlassen. Fraktion gegen euch geschaffen. Ja, RIP. Unabhängigkeit gewähren. Holy nope. Exkommunikation erbitten. Krieg. Bricht Waffenstillstand. Aha. Aha. Okay. Es ist seltsam. Na gut, komm, ich will euch alle nicht mehr sehen. Geht's mir alle aus dem Licht. Tschüss, so. Geht's mir alle aus der Sonne. So. Gebt mir euer Geld. Passt es schon? Gutes Geschäft. Null. Ja, für null bestimmt nicht. So, Geld, Geld, Geld. Jetzt fließt wieder rein. So. Mein Sohn. Na also. Erich. Mein Sohn Erich. Was ist denn das für eine Fraktion? Fränkische, mandäische Populisten. Hohe Lehnsautorität, ja, das hätte ich gerne. Aber dafür brauche ich königliches Vorrecht. Und das kriege ich erst in 22 Jahren. Dann bin ich 28 und der Typ ist 70. Uff, hat sich aufgelöst. Ja, cool.
So, ich bin immer noch nicht bereit, ein Königreich auszurufen. Ich weiß auch schon, wie es heißen soll. Krankes Kindbett. Oh Gott. Erich ist. Oh Gott. Alle Kinder weinen, doch bei Erich hören die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr darauf, dass die Hebamme meine Sorgen lindert. Aber ihre in Falten gelegte Stirn macht alles nur schlimmer. Euer kleiner Spatz nimmt nicht zu, wie er sollte. Wir werden uns gut um ihn kümmern, doch am Ende liegt sein Leben in der Hand von Gott. Oh Gott. Was kann ich meine Frau denn nochmal beschlafen? Das wäre sehr gut. Komm. Brauch mehr Kinder. Geliebte Gemahlin. Die Dienstboten. So, okay. Das Bett ist bereit. Und wir lieben uns. Sie wird meine Affäre. Und ich habe sie beschlafen. Da wird sie meine Affäre. Ja. Cool. Gut. Läuft. Hoffentlich kriegt sie schwanger. Wer hat schwanger, Weib? Einsiedlerisch. Zum Glück nicht vererblich. Okay. Der Nachbar der Herrscher gewann Krieg. Ich habe Ansprüche, ne? Auf Eichstätt, das da und Eschenlohe. Aber das gehört schon alles zu mir, deswegen. Voll egal. Mit dem kann ich noch kein Bündnis aushandeln. Bald aber. Vielleicht. Cousin getötet. Ja, passiert halt, ne? Erschlagen. Ihr solltet vorsichtiger sein, Leute. So, wo gehe ich jetzt lang? Was mache ich jetzt? Nee, das ist egal. Das stört mich nicht weiter. Aber das hier ist nervig. Hohe Lehnsautorität. Ja, ansonsten muss ich es mal wiederholen. Irgendwie. Ansprüche fingieren, Angle, keine Ahnung. Oder Glaubenskrieg. Was weiß ich, ne? Ja, in diesen beiden Dingern kann ich nichts mehr bauen. Das ist so frustrierend. Bald. Aber es dauert noch so lange. Ich bräuchte mal wieder irgendwie Ruhe. Warte mal, Ränkespiel. Ränkespiel. Ah. Ränkespiel kann ich nicht viel machen wegen Blödkrams. Vasallenbande ändern. Das wollte ich erst machen, wenn ich ein Königreich habe, weil, ne, aber. Für drei. Komm, raus. Kann der was? Raus hier. So, Druckmittel. Leb wohl. So. Du da. Nein. Der da, nein. Der da, nein. Der da. Vasallenbande ändern. Ist das ein mächtiger Vasall? Nö. Verliert auch. Ja, nee, ich brauche mehr Truppen. Wurden bereits geändert. Ah, okay. Okay. Schauen wir mal weiter.
Wurden bereits geändert, okay. Wurden bereits geändert, auch okay. Wurden bereits geändert. Tochter. Enkelin. Ja. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Bündnis geschmiedet. Bündnis mit Geschmieder nun Herrschens. Okay. Cool. Also. Ist das in Köln? Ne, das ist hier in der Nähe. Da ist Köln. Da kann man den Dom bauen, glaube ich. Das wäre heftig. Tät mich aber interessieren, was ich in Innsbruck bauen kann, aber das krieg ich nicht. Ich habe einen Waffenstillstand mit mir. Das ist günstig. Ah, bis 51 Euro. Okay, okay, okay. Ich möchte halt Königreich und dann mache ich Bündnis mit ihm. Dann machen wir ein Bündnis. Wir sind jetzt geschwächt. Da hat er recht, als er das geschrieben hat. Aber das wird dann schon noch. So, Unabhängigkeit war easy. Königreich dauert noch. Vasallenbande geht gerade nicht. Frau beschlafen ist erledigt. So, hoffentlich wird mein Kind wieder gesund. Anspannung. Jagd. Ein Jahr noch. Bäh. Großartige Arbeit. Durch die Ansiedlung der bayerischen Kultur. Genau. Beginnt die Aufgabe Steuern eintreiben. Das ist zwar nice, aber wenn ich ehrlich bin, könnte ich mehr Kultur benötigen. Dann gehen wir jetzt darüber. 5 Jahre. Naja. Dauert halt, Kultur zu machen, ne? Das dauert halt. So, der verbessert die Leute. Der sieht sehr gut aus. Ritter ist ein bisschen eng, aber... naja. Fraktionen, einen Arzt suchen. Ihr seid bekannt für eure Hingabe an eurem Glauben. Easy. Okay, so. Fraktionen erschaffen. Populisten. Ja, ist mir egal. Können mich mal... Was haben wir denn hier noch? Ihr könnt unser Glaubenssumme und Geld bitten. Ja, könnte ich, aber ich habe schon so viel Gold. Ich würde aber viel bekommen. Ja, scheiß drauf, Gold, gib her. Bumm. So, Frömmigkeit, wie viel brauche ich davon? Wahrscheinlich habe ich mir jetzt hier alles kaputt gemacht. Ja. Ist egal. Nein, easy. Okay, passt. Passt, passt. Ich muss nur noch Illuster sein. Königreich. Bams. Und dann bin ich... Dann habe ich es geschafft, aus der kleinen Grafschaft Augsburg. Am Anfang. Wir hatten ja nur Augsburg, glaube ich, ne? Und es war's. Nur Augsburg hatten wir hier. Haben wir es dann geschafft, über das Herzogtum Augsburg, welches wir gegründet haben... ein Königreich zu erschaffen. Das wäre heftig. So, was kriegen wir? Ich kann Untertanen Erpressung benutzen, ist aber nicht so gut. Einnahmen im Krieg, das ist gut. Vasallensteuerbetrag ist auch nicht schlecht. Rasch bebauen. Aber ich möchte hier runtergehen. Zu Architekt. Genau, für geteilte Aufmerksamkeit. Habgierig. Administrator.
Brauche ich diese plus 3 denn noch? Ja. Die Karte. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der östlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welch großartiges Geschäft er mit einer hochwohlgeborenen Fürstin in Perlen und Seide gemacht habe. Offenbar hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für eine unbekannte Adeligen angefertigt. Die Spione meinen, die Adelige führe sicher etwas im Schilde gegen mich oder einen meiner Untertanen. Ihr habt noch wachsam erhalten. Okay, Engelbert verliert Meinung. Okay, ist es ein Wanderer? Oh, das ist gut. Ist ein Ritter? Nö. Wäre ein guter Ritter. Wäre ein sehr guter Ritter. Ihr kerkert ihn ein. Da ich einen guten Grund habe, wird er mich nie... Oh. Ich kriege Ränkespiel und komplett Widerstand. Kein direkter Effekt. Das ist der Jäger. Lass mal's mal. Es wäre tempting ihn zu holen mit 16, aber brauche ich nicht. Schaut's mal. Das passt schon. Das ist in Ordnung. Mal sehen, was der in dir. 2600 Gold! Leute! Vergleicht diesen Run mal mit dem ersten, wo ich da drüben. Hier irgendwo war ich, oder? Wo war denn das? So rumgehampelt habe. Mit Clan Welf. Da war ich super schlecht. Das war grauenhaft. Komplett verkackt. Und jetzt läuft es so gut. Zumindest vom Goldstandpunkt aus. Ihr könnt Zahlungen verlangen. Gönn mir. 80 Gold. Das sind halt 3 Monatsraten, ne? Haben oder nicht haben. Nein. Stimmt nicht. Nee. Gehört es mir? Öha. Baden gehört mir. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte dich... Ich könnte Baden ab... Also, Baden brauche ich Baden. Oder hier drüben. Neuenburg. Das ist jetzt nicht schlecht und so, aber... Oh, das hat Aufgebote. Oh, das hat Aufgebote. Ja, lass mal's mal. Ich meine, ich bin hier immer noch überdehnt, aber... Warum nicht? Ich habe den Hauptsitz komplett... umzingelt. Das ist heftig. Wem gehört das? Niemandem! Wie kann ich denn dieses Vasallendingens... Also das gehört ja niemandem. Graubünden. Hat kein Vasall. Wie kann ich denn diese Grafschaft eingliedern? Vernarbt. Gar nicht. Das ist schade. Es wäre natürlich cool, wenn man Grafschaften sagen könnte, hey, guck mal, hier so und so. Ich bin cool. Komm doch mal zu mir. Wollen sie aber nicht. So, das dauert immer noch. Es geht nicht voran. Göttingen. Du, Göttingen wird von alleine. Das passt schon. Oh nein. Erich stirbt. Er hat es nicht überlebt.
Macht's mal wieder 6, bitte. Ich kann nicht nur mit einem Kind. Guck mal, die sind alle gestorben. Die ist mit einem Jahr gestorben, der ist mit einem Jahr gestorben. Das ist nicht gut. Ja, dann ist er wieder kritisch. Aber die ist jetzt schon Affäre. Den gefährt du nicht, ne? Meinung verbessert wird. Ja, oder Liebesdinge. Ja, das macht wieder, ja, könnte ich, wäre gut, aber dann habe ich wieder Anspannung. Kann ich mir gerade nicht leisten. Oh, Mist, 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 Mist. Selbstmord darf ich auch nicht machen. Gut, wäre jetzt auch nicht so gut. Bluthundzwinger fertig. Alles Geld der Welt bringt mir gar nichts, wenn ich damit nichts anfangen kann. Na? Ich habe keine Verbündeten. Also kaum. Lol? Nee. Das macht keinen Sinn, aber. Das ist ein sehr schlechtes Verlöbnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Verlöbnis zu brechen ist auch nicht so toll. Ruhe. Ruhe ist gut. Ruhe ist gut. Ruhe ist in Ordnung. Mein Ratsverwalter wurde gefangen genommen. Während der Belagerung von Eschenlohe. Sag mal. Die verteidigt gegen Graf Imachar. Eschenlohe. Okay, was passiert da jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Bayerisch, das ist schön. Onkel und Vasall. Wann machst du das jetzt? Auslösen. Uff. Nee. Der nichts von uns erwartet. Ja, perfekt. Easy. Genau. Es dauert noch ein Jahr. Das bringt mir nichts. Das dauert noch 6 Jahre. Ich werde auf jeden Fall wieder pilgern, aber sowas von. Ja, aber es geht gerade nichts, ne? Was soll ich machen? Nichte wurde gefangen genommen. Aha. Wurde freigelassen. Okay. Ich kann hier nichts bauen, das ist so bläh. Wurde gefangen genommen. Zürich. Wer, warum? Verteidigen gegen Gräfin Hiltrude. Also, es ist halt super strange. Dann der jetzt halt. Auch in Ordnung. Der Verbrecher als Ratsspitzel. Ja. Klar, wieso nicht? Aber ja, der mag mich doch. Ja. Kleines Göldchen. Das ist nice. Aufgebot. Ich hab 5000.
Ich bin stärker als Bayern. Vielleicht schaffe ich irgendwann ein Kaiserreich und dann boom, aber das wird noch dauern. Ich gehört München und Augsburg. Das ist richtig gut. Ja, die prügeln sich da rum wie. Das ist krass, ne? Ah, ich kann mich wieder zurückziehen. Go. 24 Anspannung weg. Gut, gut, gut. Ich kann Zahlungen verlangen. Gut. Die kann mich mal. Das weiß er aber auch. Der kann nix, deswegen hat er Pech gehabt. Gut. Ja, das sind die ganzen Kriege, aber die bringen mir alle nichts. Gar, überhaupt gar nichts. Das ist halt echt. Ist verfallen. Ja, mit denen konnte ich halt auch nichts machen. Das ist halt problematisch. Okay. 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 Ja, puh, was soll denn freigelassen? Das ist doch schön. Ist mir auch egal. Ich brauch Krams. Ich hab 3000 Gold. Was macht man mit Gold, Leute? Ich würde gerne Zeug ausbauen. Na? Warum sollte ich die einkerkern? Die ist so egal. Meinung erhöhen. Ja, aber das macht wieder Anspannung. Die ist so wurscht. Die ist sympathisch. Easy. Tschüss. Bitte mach doch Sex. Die Gesundheit ist in Ordnung, die ist gut. Klar, ich habe hier einen Sohn, der ist auch fruchtbar und das ist gut und ne, aber. Dass die anderen Kinder alle sterben, ist halt schlecht. Keine Kinder heißt keine Bündnisse. Und ohne Bündnisse bist du halt alleine. Klar, ich habe Gold. Das ist okay. Ich habe so viel Gold. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich könnte natürlich sagen, hallo. Weißt du, was wir machen könnten? Pass mal auf. Wir haben doch sicher irgendwo einen Vasallen. Welcher Vasall hätte es denn verdient? Okay. Feudal, Republik, Bürgermeister. Ich krieg davon keine Steuern mehr. Was macht das jetzt? Aha. Aha. Also der macht Geld.
Okay. Also, der Graf Adalbert. Feudalsteuerstufe hoch, ja. Der macht gut Geld, die nicht. Steuerpflichtiger Ertrag, Beteiligung 10%, 5. 4, 7. Mächtiger Vasall, Reichsgröße 3. Aber der mag mich nicht. Ja, gut, Fürstenberg. Okay, die hat irgendwas eingenommen. Zürich hat gar nichts. Der hat zwei Dingsies. Schongau. Brixen. Ja, gut. Schongau gibt gut Geld, ne? Wie viel Geld kriege ich denn noch Schongau? Null fünf. So, ich könnte sagen, zum Beispiel, wer mag mich denn am liebsten? Wer ist denn wirklich, wirklich stark? Kempten. Kempten wäre halt wirklich, wirklich die Sache, wo ich sage, ja. Kempten. Kempten ist mir sehr nahe. Dass ich dem sage, hey, guck mal. Ich verbessere dir was. Okay? So, ich mach mal richtig Gönnung. 500 Gold einfach so in Kempten investiert. Für ihn. So. Ungeziefer hat mehrere Kornspeicher in Göttingen befallen und die darin gelagerte Saat zerstört. Da sie kein Saatgut mehr für die nächste Ernte haben, bitten die freien Pächter dort nicht um Hilfe. Da die Lage ernst ist, müssen die Bauern wohl zwangsläufig die Bedingungen annehmen, die ich ihnen biete. Oh. Okay, Kontrolle ja. Volksmeinung nein. Selbe Kultur, selber Glauben. Gehört mir. Eifer und Katholizismus ist böse. Zehn Anspannungen. Oh Mann, das ist nicht gut. Dankbare Freie. Volksmeinung. 10 Anspannung ist okay. Ich halte noch ein bisschen Frömmigkeit. Ja, ist okay. Bin ja nicht so. Ne? Ritter einladen. Könnte ich machen. Aber ich habe Ritter und die sind verdammt gut. 35. Holy, was ist das für ein Mann? Legendärer Schwertmeister. Mua. Krass. Galant. Uff. Leichtsinnig? Zäher Soldat. Oh, ist der gut, Mann. Oh, der hat so viele Fähigkeiten, dass sie hier klein sein müssen. Schaut's mal. Na, reizbar ist nicht so gut. Einäugig. Verdammt. Immer noch sehr gut. Jagd veranstalten. Go. Wir jagen jetzt. Das gibt mir den Bonus, den ich brauche. Jetzt geht's Geld wieder runter. Aber ist okay. Das gibt mir den Bonus, den ich brauche, um endlich Illuster zu werden. Und dann kann ich das Königreich ausrufen. Machen wir auch.
Augsburg gibt Geld. Burgos ist ein bisschen low. Nördling kann ich noch verbessern. Regensburg kann ich noch verbessern. Ja. Gut. Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Rehe wahrscheinlich werden groß oder Hirsch, aber so gewaltig auch nachdem die Bestie verschwunden war, dauerte die Folgesjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. So, Geld ist Geld. Herzogin Raimond, die mag mich schon, das ist egal. Dem Papst. Wenn der Papst mich mag, ist das gut. Weil Geld kriege ich sowieso. Der kriegt jetzt das. Beeindruckt. Geschenk erhalten. Vormund eures Erben. Ja. 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 Genau. So, der mag mich. Weil dann kann ich auch solche Dinge machen, wie beispielsweise, hey, ich hätte gerne einen Anspruch. Zum Beispiel auf, was ist denn hier so ein Herzogtum? Das da. Wir kehren zurück. Die Jagd endet. Gut. Könnte ich sagen, hier, guck mal. Anspruch. Bitte. Boom. Ne? Könnte man noch machen. Als Beispiel. Euer Ruhm ist weiterhin bekannt. So. Jetzt. Eure Cousine Uta ist verstorben. Ja, Pech gehabt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich speichere vorher. So. Und jetzt gucken wir mal. Ein neu geschmiedetes Reich. Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Augsburg mit denen von Schwaben und Bayern vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, naja, eigentlich deine Väter und Großväter, meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir von Neuem die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnsherr für sie sein, nein, sondern König, König von Augsburg. Ich werde König von Augsburg. So. Kann ich das ändern? Ja. Ich nenne das jetzt anders. Das Königreich Sion. Ja. So. Hat Gründe aus meiner Vergangenheit, die ich hier nicht weiter erläutern werde. Es gibt Tanist-Rival. Dem Herrscher und alle Vasallen können erben. Jetzt geht's. Jetzt gehen die Einnahmen hoch. Skandinavisch, Sachsen, ja, es sind halt Wahlen. Ne? Okay. So. Ich habe ein Königreich geschaffen. Ich bin Herzog und König und Gönnung. Ich wünschte, ich könnte dieses Ding hier ändern. Na? Geht aber nicht. Das ist sehr schade. Ich wünschte, ich könnte dieses Teil ändern. Aber das kann ich nicht. Leider. Was schade ist. Man kann nur hier und das war's. So. Bayern, genau. Können wir jetzt ein Bündnis machen? Nein. Wahrscheinlich, weil wir noch im Friedensmodus sind. Das schauen wir dann später nochmal. Der mag mich nicht sonderlich. Der hat seinen Sitz geändert. Guck mal, nach Salzburg. Aha. Aha. Was sind noch Königreiche? Hier. Königreich von Lothringen. Keiner will ein Bündnis eingehen?
Bündnis, Heirat, Verlöbnis. Verheiratet ein König seine Tochter mit seiner Königin, sind die beiden Könige Verbündete, solange die Ehe bestand. Krieg, ja, bester Freund, Sonderbeziehung, lebenslange Ergebenheit, Unterstützung, okay. Verbannung, Zermürbung, bla bla. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt eigentlich sagen, hey, guck mal. Easy, aber geht ohne. Ah, sehr schön. Ich habe nur diesen Höfling und das war's. Fruchtbar. Ja, aber das bringt uns ja nichts, ne? Das hilft ja alles nichts. Theo Drinda hat einen Anspruch. Okay. So geht das. Bündnis vorschlagen. Okay. Wechselseitige Bündnisse. An den nachdenklichen König Gundberg von Sion. Sein. Trotz des Mangels an Blutsband glaube ich, dass wir beide durch ein Bündnis gewinnen würden. Ich schlage vor, dass wir uns zusammenschließen und unsere Feinde gemeinsam bekämpfen. Es kommt darauf an, was für Feinde du hast. Wo sitzt du? Da unten. Ja, ist okay. Aber das meinte ich halt, ne? Ich bin jetzt hier übelst der Macher. Bündnisse kann ich nicht. Ich kann kein wechselseitiges Bündnis vorschlagen, oder? Vasallentum anbieten. Ah, jetzt kann ich was sagen. Guck mal. Er wird nicht annehmen, weil er ist de jure nicht euer Vasall. Unterschied zur militärischen Stärke. Grund zurück. Okay. Aber das ist doch schon mal interessant. Okay, Böhmen, Vasallentum, ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Würde ich auch nicht wollen. Aber interessant. Ich kann jetzt hier mit Vasallentümern rumhantieren. Ich hätte immer noch gerne das hier. Wollen sie aber wahrscheinlich nicht. Naja, gut. Also ein wechselseitiges Bündnis hätte ich sehr gerne. Ich krieg's nur nicht. So. Ich kann ein Fest mal veranstalten. Das kostet, aber es ist gut. Festmahl ist gut. Zu viele gehaltene Herzogtümer. Ja, warte mal. Okay. Das kann ich ja. Ich kann den Titel vernichten.
Nee. Kann ich vergeben. An jemanden, der mich gern hat. Campen. Das wäre krass. Sieben von acht. Okay, ich muss mal was gucken. Weil ich habe. Ja, warte. Die sind jetzt neidisch, weil. Zu viele Herzog. Oh, das tut weh. Okay, das muss ich machen. Weil minus 45 tut zu weh. Okay. Ja, dann. Mein Onkel. Der Ehebrecher. Zwei Vasallen. Graf Siegbert. Bleibt mein Vasall. Okay. Zwei Vasallen werden mit dem Titel übergeben. Naja, das ist erstmal in Ordnung. So. Ich werde Titel erben. Oh. Gut. So, der Herr, der hat das jetzt bekommen. Aber das gehört immer noch zu mir. Das ist nicht mehr meins, aber... Das Herzogtum von Schwaben. Ja. Okay. Soll ich ihn Kempten wegnehmen? Also jetzt wird's strange. Das wäre halt fies, ne? Aber... Nicht vergeben. Okay, das wäre dann meins. Und Kempten ist gut. Kempten will ich. Kempten will ich. So. Weiter geht es. Die Frage ist, wenn ich Thüringen abtrete. Thüringen ist jetzt gar nicht so wertvoll, ne? Ist eh immer ziemlich am Hintern. Dann vergebe ich Thüringen an jemand anderen. Wir hatten einen guten Verwaltungswert, weil das ist meistens wichtig. Bürgermeister von niedriger Geburt. Herzog von Schwaben. Der ist schon Herzog. Ja, dann nicht. Ulm. Gräfin. Ein Vasall von mir. Bleibt dann das mir? 1, 2, 3, 4, ja. Stopp. Stopp, das bleibt meins. Also das ist Geld, das will ich haben. Das ist mein Geld. Göttingen. Göttingen? Hallo? Okay. Ganz kurz. Ganz im Ernst. Läuft dann nicht, wie es soll. So, Kempten gehört jetzt mir. Das ist gut. Captain ist meins. Dafür hat er ein ganzes Herzogtum bekommen. Sollte ich nicht anstellen. Bitte, ist ein bisschen klein. Wieso ist das so klein? Okay.
Okay. Schon wieder sowas. Ja gut, dann rede ich halt mit ihm. So. Nutzloser Hampelmann. Was ist jetzt mit dem Schwachsinn da oben? Thüringen. Die Grafschaft. Wo ist das denn? Das ist da unten. Nee. Könnte Göttingen bitte mir gehören? Das ist viel zu gut. Also Sieghard ist besser, aber dann mögen mich beide so irgendwie. Immer geht es nur um Feste. Hat der interessant das Gespräch? Ja, laber mich voll, ist okay. Warum kann ich mir jetzt Göttingen nicht zurückholen? Das ist wichtig, Mann, das gehört mir. Das ist die Stadt Göttingen. Alle Gäste gehen. Ich erhalte Frohnatur. Das ist super. Das ist richtig gut. Aber ich verstehe noch immer nicht. Eichstätt. Nordgau. Was ist das hier? Ja, würde ich auch an jemanden vergeben, ne? Aber... Okay. Okay. Uff, wow. Okay. Soweit so gut, glaube ich, aber Sieghard. Ich habe ein Druckmittel. Dann machst du mir jetzt das da. Ritter brauche ich gerade keine. Die hat Pech gehabt. Der. Ja, komm. Der kann halt auch nichts. Null. So, und jetzt ist halt die Frage, wieso krieg ich Göttingen nicht? Ja, dann
ist das halt nicht so geil. Puh. Ich meine, das Gold ist immer noch okay und alles, aber das ist halt. Mir gehen halt jetzt 8 Gold weg. Knapp. Pro. Er ist fränkisch, das ist schon wieder schlecht. Ja. Also pro Tick. Klar, das kann man sich holen, aber. Warte mal, das St. Gallen, Aargau, Zürich. Das ist nichts wert. Das ist nicht schlecht. Nee, warte, St. Gallen ist das da. Ja, ist Den müsste ich bearbeiten. Der ist was wert. Gib dem. Oh. Das sollte ich machen. Der ist viel wert. Mit 1000 Leuten? Ach, der Verbündeten. Der selbst hat nur ein bisschen was. Ach, ja, so, Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ah, dem kann ich Ulm wegnehmen. Der Schultitel von dem ganzen Bums, ja. Das geht. Oh Mann. Wenn ich ihm. Haupttitel von Vasall und Ritter, Träger, Nachfolgelinie. Ich will das wieder haben. Ich glaube nicht, dass ich es krieg. Göttingisch. Kann ich hier zum Beispiel random eigentlich irgendwie einfach. Hier zum Beispiel. Der hat doch. Nee. Der. Dem kann ich Alpsee wegnehmen. Ja, gut. Oder Brixen. Ist Alpsee was wert? Schongau. Ah, dabei wäre das so gut, ne? Schongau. Stark. Wenn ich schon das da oben nicht haben kann. Aber, da seht das mal wieder, ich kann ihm hier. Ja.
Nur einem direkten Vasall. Wie ist das denn, wenn ich das hier irgendwann bekomme? Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen. Titel von Vasallen können nicht an Charakter vererbt werden. Alle Vasallen gelten als Verbrecher. Ah. Dann geht's ab. Ich brauche königliches Vorrecht. Ich kann zwischen allen verfügbaren Nachfolgerechten wechseln. Titel können aberkannt werden. Vasallen können entzogen werden. Wow. Es wird dir nicht gefallen, aber. Wow. Wie lange dauert das noch? 18 Jahre. Boah, puh, da muss ich noch lang spielen. Ich hätte es schon gern, ne? Naja. Vielleicht lassen wir es mal so, wie es ist, aber es gefällt mir jetzt nicht. Das ist schon. Ja. Doof, ne? Ich habe da so lange rumgemacht. Hätte ich niemals abgeben sollen, aber. Ich hätte es so gern wieder. Ah, da ist ein Bistum dabei, okay. Habe ich jetzt nicht vor, aber das nervt. Dem gehört das gesamte Herzogtum. Und deswegen gehört ihm auch das Ding. Leichenstein. Okay. Lobdeburg. Orlamünde, ja, und der Schwachsinn. Krass. Göttingen. Sein Titel kann ich ihm nicht wegnehmen. Ja, ich habe auch keine Druckmittel. Ja, schwierig. Ihr könnt einen neuen Wandel wählen. Das ist doch schon mal schön. Thronanspruch gegen Lehnsherrn. Interessant. Okay. Ja, aber ich gehe hier runter. So. Das ist jetzt so dumm. Titel vernichten. Königreich. Ist ja dumm. Da kann ich nichts machen. Dann muss ich wohl warten. Ja, müssen wir mal gucken. Also. Der ist viel wert. München könnten wir schon.
Der ist auch nicht schlecht. Eschenlohe. Ja. Ist ganz schlecht. Das hat Harzsammler. Geld, 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 Festungsstufe und sowas. Ja. Der Vasall und Ritter, ja gut, das wird ihm nicht gefallen, ne? Vor allem, das ist dann schon wieder Tyrannei, ne? Wenn ich hier sage, seid. Nein, ich habe einen Anspruch auf den Titel. Sie wird gesellig, das ist sehr gut. Gertrude wird gesellig. Ich habe einen Anspruch. Er wird nicht annehmen. Das ist ein mächtiger Vasall. Er wird sich erheben. Haben wir denn schon eine Fraktion? Voll egal. Die ist halt gut. Nee. Also da kann ich nichts machen, weil Alpsee gehört mir nicht. Was habe ich denn für Ansprüche? Eichstätt? Der wäre nicht schlecht. Also den müsste ich noch ausbauen, aber der wäre nicht schlecht. Eichstätt wäre nicht schlecht. Rotenburg? Ja, da ist Eichstätt besser. Da ist Eichstätt wirklich besser. Eschenlohe? Eschenlohe ist stark. Ich schaue hinunter auf das perfekte Geschenk und als ich mir das Lächeln von Königin Raimonde vorstelle, kann ich mich kaum noch beherrschen. Ein unglaubliches Stück, findet ihr nicht, mein Fürst? Der alte Händler zeigt mir ein Zwinkern in Richtung einer Rose. Das perfekte Geschenk für einen ganz besonderen Menschen. Okay. Wir sind schon auf 100, 100. Liebe. Komm, schadet nicht. Okay. Oder Namberg. Naumberg. Gehört niemandem von mir. Naumberg. Teil von dem de jure Titel, dem und dem. Das Wendenreich. Königreich Pommern gibt's auch noch nicht. Okay. Okay, ja, Leute, ich sag mal so. Rothenburg ist sicher nice, aber nö. Eichstätt hingegen wäre ziemlich gut. Warte, 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 warte. Ich habe doch einen Anspruch. Ein offenbartes Geheimnis. Uses. Stefan nicht Sohn ist. Alter. Warte. Ist er jetzt doch nicht mein Sohn? Das wäre heftig. Das wäre natürlich ganz böse. Warum muss jetzt sowas passieren? Hallo? Ist ein Sodomit. Ja, oder?
Also ich habe einen Anspruch auf Eichstätt. Ist kein direkter Vasall von mir. So, RIP. So, und weil das komplett ist, das Herzogtum, ne, dem gehört das Herzogtum, und in diesem Herzogtum ist das, das, das und das da. So, das heißt, Eichstätt gehört ihm, blablub, da kann ich nichts mit dran rütteln. So. Aber ich konnte doch irgendwas anderes mir nehmen, das da, oder? Ich habe einen Anspruch, aber er wird nicht annehmen. Ist denn Eschenlohe was wert? Ja, wäre was wert. Aber ich muss das jetzt nicht machen. Also, ne, ich habe jetzt hier eine Domäne, weniger okay, aber es ist okay. Ich muss nicht immer am Maximum sitzen. Das würde mir tatsächlich doch erlauben, statt der Domänenverwaltung was anderes zu wählen. Beispielsweise, ja, nee, aber das ist schon gut. Das ist das Beste. Ich glaube, das kann ich so lassen, wie es ist. Der kann nichts, hat Pech gehabt, kann nichts, hat Pech gehabt, kann nichts, hat Pech gehabt. Titelerben, das ist egal. Kriege erklären. Nope. Nö. Nee, bestimmt nicht. Nee. 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 Nö. Baumbär. Ist nix wert. Bringt mir nix. Nö. Religions. Dieses. Pilzen. Das sind immer noch Pilze, aber Pilzen ist nichts wert. Ja, okay, das ist ein bisschen ausgebaut. Pilzen ist ein bisschen ausgebaut. Ja, könnte man machen, ne? Tschechisch hier und so, aber. Ich bin schon nicht so fromm gerade, deswegen sehe ich den Sinn hinter dieser Aktion jetzt auch nicht zwingend. Ich könnte Tempel bauen. Schaut's mal, ich habe in Augsburg noch keinen Tempel gebaut. In Burgau könnte ich noch irgendwann eine Stadt bauen. Okay. In Ingolstadt könnte ich ein... Ich habe schon ein Besitztum. Dann bauen wir hier noch eine Stadt. Nördlingen. Könnte ich eine Burg bauen? Aber ich brauche erst einen Tempel. Stadt haben wir schon. München. Es fehlt ein bisschen Gold. Okay. Kempten hat ein Bistum. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wirklich gut. Regensburg hat 3 Slots. Hier sollte ich was bauen. Ja, das ist Weideland. Das ist Wald. Und das ist auch Wald. Es fehlt Geld. Es fehlt Geld. Naja, eine Stadt wäre schon gut. Als Feudal dürft ihr persönlich keine Stadt halten, ihr werdet es nach seiner Richtung und ihm verleihen müssen. Ja, aber das ist nicht weiter schlimm. Die will Unabhängigkeit. Aha.
Marvin. Ja gut, da fehlt halt noch ein bisschen was, ne? Zollern fehlt zum Beispiel. Ja. Und Württemberg. Da könnte ich mal gucken. Wie lange würde das denn dauern? Steht das da? 15 Monate. Also, dass ich sage zum Beispiel, guck mal, dieses Herzogtum hier, da fehlt noch Grüningen, wobei Grüningen ist Teil von meinem Schwachsinn, gehört aber nicht mir. Grüningen. Ja, Grüningen würde Sinn machen. Fürstenberg würde Sinn machen. Genau. Rechtsmäßiger Lehnsherr. Blablub. Das wäre nicht schlecht. Aber wenn ich das mache, dann... Keine Ahnung. Ist das gut? Wie viel Geld gibt mir denn Grüningen? Nicht viel. Auch nicht so viel. Jarl Gottschalk aus Geldern hat der Welt verkündet. Ach so, die wollen. Ist da oben. Joa, mach ruhig. Also ich bleib halt immer noch katholisch hier, ne? Ist auch ein christlicher Glaube. Ja, aber wir haben 301 Grafschaften, das ist immer noch der größte. Motivierte Arbeiter, das ist doch schön. Okay. Na gut, also. Stimmt hier das Geld wenigstens? Ja. Hier halt nicht. Ja, das heißt, ich kriege hier weniger Geld. Ja, 3% und das ist egal. Das mache ich irgendwann mal, aber nicht jetzt. Jetzt ist das ziemlich wurscht. So, wir haben 10 Uhr, ich sollte jetzt ins Bett gehen. Hier ist schon wieder irgendein Bauernaufstand, aber die können da nichts machen, deswegen ist das egal. Gold schaut jetzt schlecht aus, aber hier wird rumgebaut. Und das wird cool. Also langsam wird hier viel gemacht. Was ist mit Eichstätt? Die kämpfen. Adalbert von Nordgau. Krieg gegen die Thünerei. Die greifen an gegen Adalbert. Okay, jetzt haben wir einen. Okay, der Papst ruft auf zum Krieg. Ich werde bereit sein. Haben wir schon mal gelesen, lese ich nicht nochmal. Die kämpft? Hallo? 100 Truppen. Krieg gegen die Tyrannei. Und was ist, wenn sie es erzwingen? Wird abgesetzt. Also. Hohenburg. Okay, da kann ich nichts machen. Das machen die wohl unter sich selber aus, keine Ahnung. Kein Begünstigter. Ja, natürlich. Meine Schwester.
Adelheid. Gut. Das sieht bisher noch sehr schlecht aus. König Magnus von Dänemark. Hä? Wo soll's denn hingehen? Vielleicht hätte ich das doch lesen sollen. Sorry. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ich dachte, es geht wieder nach Jerusalem. Hat sich aufgelöst. Tschüss. Kreuzzug um Königreich von England. Ah. Uff, wenn die das bekommt. Ja, der ist nicht bayerisch. Aber mal angenommen, wir gewinnen das und ich kämpfe da ganz viel mit und wir kriegen Königreich von England. Das wäre heftig, Mann. Mein Ratsverwalter, Herzog Sieghard, setzt mich in Kenntnis, dass wir unbedingt eine neue Straße durch Nördlingen brauchen. Viele der alten Straßen sind verfallen, sogar gefährlich. Ein Gemeiner namens Adolf wurde als Leiter des Bauvorhabens ausgewählt. Mit dem Verwaltungswert ist das in Ordnung. Oh. Sieghard ist besser. Aber er hat jemanden gefunden, der auch gut ist. Ja. Passt schon, würde ich sagen, ne? Ist in Ordnung. Ende. Okay. Das ist cool, jetzt mal von oben zu sehen, so als König, wie die anderen sich mit Lehnsherren und Herzogtümern und Bums auseinandersetzen müssen, ne? Und da hier so Stress haben. So, was ist jetzt hier los? Der mag mich, der gibt Geld. Ist gut, der gibt mir 300 Aufgebot. Oh, das ist nice. So, ich habe 5600 Aufgebote. Ja, nicht ganz, nein. Knapp 5000 Aufgebote. Damit bin ich doch theoretisch mächtiger als Bayern. Hoho! Nett. Kriegsvolk Verhandlungsgeschick. Schön! Danke. Die Straße. Räuber. Offenbar gibt es auch auf einer unfertigen Straße Wegelagerer. Adolf hat Probleme damit, dass Vorräte niemals ankommen und Arbeiter Angst haben, ihre Dörfer zu verlassen. In diesem Tempo wird die Straße nie fertiggestellt. Straßenpatrouillen. Okay. Ja, Nördlingen, das ist okay. Ist das denn auch eine Burg? Eure Burgbesitztum. Naja, wäre auf dem Berg wahrscheinlich besser, aber schauen wir mal. Läuft schon, läuft schon, läuft schon. So, Kriege, ihr könnt um Gold bitten. Ja. Oder Verwaltung plus 1. Die ist gut, die macht sich, die Dame. Oder ich gucke mal, ob ich Eichstätt bekomme. Nein, Innsbruck wollte ich. Man kann das Ziel ändern. Ja, aber dann kämpfe ich gegen ihn. Das ist dumm. Das will ich jetzt nicht zwingend. Ich meine, ich könnte aber. Ja, ich habe auch Verbündete.
Ich hätte schon gern Innsbruck. Vielleicht mache ich das einfach. Scheiß drauf. Ganz im Ernst. Bamberg, Alter. Hey, das gehört mir doch schon. Was macht denn das für einen Sinn? Ach, den Titel? Nee. Also, die Grafschaft, der mag mich eh nicht großartig, ne? Charlotte von Bayern. Der ist, ja, der hat einen anderen Glauben. Was für ein Blödkopf. Der hat Gold, ja. Also das überlege ich mir. Krieg wäre geil. Ein entferntes Lehen. Die Arbeiten an der Straße schreiten voran. Aber der Landstrich, der derzeit vorbereitet wird, erstreckt sich über einen Hügel. Weit entfernt von den Dörfern. Beiderseits der Erhebung. Keines der Dörfer ist bereit, Arbeiter bereitzustellen. Und man weiß nicht einmal genau, wem das Lehen jenseits des Hügels gehört. Oh. Jahre minus 15. Straßenqualität. Ja. Okay, ist in Ordnung. Im Straßenpatrouillen, wir zahlen ein bisschen Geld, wir machen da, passt schon. So, wenn ich jetzt gegen den führt der Kriege? Nein. Er hat aber auch keine Verbündeten. Er hat nur 5 Titel. Er ist mir unterlegen. Ganz im Ernst. Ich möchte Innsbruck. Innsbruck ist ein bisschen was wert, kann aber massiv ausgebaut werden. Außerdem haben wir hier noch Steuerzeugs und blabliblub, das ist solide. Und wir sind ja stärker. Grafschaft. Konnte ich das hier nicht doch irgendwie Ziel ändern? Hier, Göttingen! Ich kann mir Göttingen zurückholen. Er ist ein Verbrecher. Göttingen gehört wieder uns. Göttingen gehört wieder uns. Es geht wieder. Ich will Göttingen haben. Das Fachwissen von Adolf. Es kommt nicht oft vor, dass ein Gemeiner mich direkt anspricht. Aber Adolf erstattet Meldung über das Bauvorhaben in Nördlingen. Eigentlich sollte die Straße durch dieses Feld gehen, euer Lehnsheit. Aber ich kenne den Boden, der uns dort erwartet. Dürfte meine Bauernheit vielleicht vorschlagen, dass wir sie stattdessen durch den Wald in der Nähe führen? Noch mehr Geld, die weggeht. Okay, gut, dann durch den Wald. So ist es. Das gefällt ihm nicht. Aber es ist meins. Es gehört wieder mir. Göttingen ist halt meins. Leute, sorry, das ist wichtig. Ja, gib Gold. Komm. Und das machen wir auch noch. Steuerrückzahlung. Endlich finde ich meinen Frieden. Easy. Kriege erklären. So. Genau. Und zwar um die Grafschaft. Das wartet jetzt noch. Ich habe jetzt wieder Göttingen. Vielleicht. Ja, das gehört mir. Deswegen kriege ich da den vollen Betrag. Die Gemeindekontrolle. Kontrolle, Göttingen, go. 2 Jahre,
wie schnell sie doch Ida von Kempten. Wohlstandsschaffer. Hat die jetzt schon ein... Die ist verlobt, okay. Will ich das noch? Ganz im Ernst, das kostet mich ein bisschen was, aber der kann nix. Der kann gar nix. Tschüss. Arbeitsmoral. Mein Ratsverwalter scheint beinahe schockiert. Ich habe mir den Straßenbau in Nördlingen angesehen und die Arbeiter aus der Bauernschaft sind so viel effektiver, als ich erwartet hätte. Sogar ich könnte das eine oder andere von ihnen lernen. Ja, cool. Ich nehme noch auf. Ja, ey, wenn die Platte mir jetzt vorläuft, ne? Ich guck mal schnell. Eigentlich sollte das nicht möglich sein. Hab noch 9 GB frei. Easy. Okay, gut. 90. So, das ist... Bauernlektion gelernt. Von Bauern lernen. Welch abstoßender Gedanke. Straßenfortschritt. Beides wieder. Sieghard. Nee, komm, wir lernen von ihnen. Neffe wurde erschlagen, Bündnis ausgelaufen. Genau, aber ich habe das Vorteil, das Vorteil. Seid gegrüßt durch die Ansiedlung der bayerischen Kultur. Nice. Da oben ist bayerisch. Wo geht's weiter? Oder lasse ich ihn mal Steuern machen? Ich glaube, ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen Steuern machen. Werte des Ehepartners verbessert, auch sehr schön. So, ich brauche immer noch... Wieso machen wir denn keinen Sex mehr, Frau? Du bist schlau und eine eifrige Frohnatur. Ich bin auch eine eifrige Frohnatur. Wir haben tolle Meinungen. Lass uns Sex haben. So, jetzt. Vererbliche Eigenschaften. Unfruchtbar. Der da. Hallo? Bündnis macht. Ja, gut. Der hat, aber der hat keinen Mann. Nee. Der ist landlos. Ah ja, hier gibt's was. Schaut's mal. Wölfgenf, lol. Schlau. Sie ist ja kerngesund. Okay. Oh, der ist intelligent. Und die nehmen Matrilinia an. Und es gibt ein Bündnis. Ist ein bisschen weit weg, aber ist mir egal. Gönnung. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die beiden zusammenpassen. Von den Werten, von den Stats her, aber ist egal. Ich habe 500 Geld. Wo kommt das Geld hin? Ida kann heiraten. Ja, das macht sie jetzt auch gleich. Ach ja, klar. Frömmigkeit weggeballert. Natürlich. So. Ausgezeichnet. Wenn ich mir jetzt Innsbruck hole, dann müsste ich wieder was loswerden. Beispielsweise Ingolstadt, Dings, Nördlingen oder wieder Kempten. Ich könnte Kempten zurückgeben, aber das wäre halt... Ja, der ist ja landlos. Der war das. Herzog Sieghard. Der hat auch einen Anspruch auf...
Wow, ist ein Onkel. Also ich könnte ihm Kempten wieder zurückgeben. Das wäre in Ordnung. Dann gehört es wieder ihm. War irgendwie dann dumm, aber... Sohn und Erbe, ja, der braucht noch. Ah, dem sein Verwaltungswert gefällt mir nicht. Der ist zierlich, ein Zwilling, einsiedlerisch und ein Ehebrecher. Oh mein Gott. Ja. Also das wäre halt die Sache, ihm Kempten wieder zu vergeben. Bleibt ein Vasall von euch. Also nimmst du jetzt wieder Kempten zurück. Glückwunsch. Das Ende der Straße. Das Straßennetzwerk durch Nördlingen ist endlich vollendet. Diese Straßen werden für die kommenden Generationen die Lebensader der Grafschaft sein. Verkündet Adolf voller Stolz. Kann ich den irgendwie rekrutieren oder so? Einladen. Wird nicht annehmen. Ich kann es kaum abwarten. Ich erhalte einen Vorzug. Ich habe noch mehr Arbeit. Grafschaft von erhält 30 Jahre gutes Straßennetz. Schließt sich eurem Hof an. Ja. Hallo. Zentralisierung. Ich will ja da runterkommen. Bald bin ich da und dann. Aber das ist noch in Ordnung. So. Und dann könnte ich jetzt noch. Ich sollte ins Bett, aber ihr wisst ja, wie es ist. Nein, 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 nein. Wisst ihr was? Ende ist Ende. Ich hatte wieder einen schönen Run. Ich war wieder 3 Stunden am Zocken jetzt. Ich mache hier eine Notiz auf meinem kleinen Zettelchen. Seht ihr mich überhaupt noch? Ja, läuft gut. So, Notiz auf meinem kleinen Zettel. Schrupp. Innsbruck einnehmen. Innsbruck einnehmen. So. Das ist mein nächster Schritt, Innsbruck einnehmen. Dann Kreuzzug mitwirken, Kreuzzug mitmachen. Da muss ich aufs Timing achten. Timing beachten. Das Ding ist, wenn der gute König mitmacht, was er nicht tut, weil der Blödkopf katarisch geworden ist. Okay. Er macht nicht mit. Aufgebote. Warum sind die so low? Mir fehlen noch knapp 800 Truppen. 0 pro Monat. Ja gut, ist halt irgendwie gerade seltsam. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wenigstens bin ich nicht mehr angespannt. Das ist meine Stärke. Und ich habe noch mit 2000 hier. Mir fehlen knapp 1000 Leute. Wie ist denn das, wenn der sagt, mach mal Aufgebote organisieren. Aufgebotsgröße, Verstärkungsrate, Grundwert, Kriegsführungswert. Der macht noch Kontrolle in Gemeinde. Aber ich glaube, ich brauche eher das hier. So. Steigt es dann? Nö, das ist nur die Größe. Ja, okay, aber die nehmen nicht zu. Wieso stagnieren die denn jetzt? Ich habe den Unterhalt, ich habe gesunder Lebenswandel, den Durst bekämpfen, ich habe noch wachsamer, interessantes Gespräch, Baulektion gelernt und. Meinung direkter Vasallen erhöhen. Prestige.
Ja gut, das ist schon wichtig. Ja, aber vielleicht kümmerst du dich erstmal hier so drinnen. Ich mache da keine Komplotte, dann stör lieber. Oder Geheimnisse aufspüren. Weil ich habe gerade keine Komplotte. Ich mache gerade keine Komplotte, aber das kann ich benutzen. Geheimnisse. Schauen wir mal. Der macht Geld und der macht Beziehungen. Ist okay. Aber im Ernst, Aufgebote, wieso steigen die nicht mehr? Das ist jetzt eigenartig. Aufgebote. Was heißt denn Aufgebote? Ich könnte so viele Truppen haben. 9 Ritter sogar. Das ist krass. Ja, Luitpold kommt her. So. Ist schon okay, aber. Der mag mich gar nicht. Vasall, Ritter und Rivale. Dann zwinge ich ihn. Weil Rivalen, wenn sterben, machen Anspannung weg. Der kann mir egal sein. So. Vasall von euch. Auch zwingen. Der mag mich auch nicht. Ist auch ein mächtiger Vasall, kann auch sterben. So, der Rest passt. Aber dass da die Aufgebote. Was heißt ein Aufgebot auf Englisch? Das muss ich mal googeln. Das mache ich jetzt gleich noch. Ja, nee, passt. Ich darf noch ein Regiment erstellen. Geil. Ich habe ein leichtes Fußvolk, das gut ist gegen schweres Fußvolk. Ich könnte noch was. Ich pikiniere wäre noch ganz gut, ne? Pikiniere sind gut gegen Reiter. Leicht und schwer. Die sind gut gegen Speerträger, aber Speerträger sind eh nicht so stark. Ja, geht so. Leichte Reiterei ist gut gegen Bogenschützen. Aber ich glaube, Piken sind sehr stark. Weil gepanzert ist nochmal kräftiger, ja. Das machen wir jetzt. So. Jetzt haben wir hier nochmal Geld. Cool, dass ich das durfte. Wahrscheinlich, weil ich ein König bin. Ich habe jetzt so viele Truppen. Schaut's mal. Wusch. Truppen des Todes. Gepanzertes Fußvolk steigt, aber Aufgebote nicht. Liegt das? Woran liegt das? Sind verringert. Okay. Auch hier ist verringert. Okay. Muss ich mir mal anschauen. Aber ich mache jetzt hier erstmal Ende. Ich sage mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, auch wenn es bei mir Nacht ist. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! Thank you.
Thank you.